NDAs sind Non-Disclosure Agreements, Verschwiegenheitsvereinbarungen. Sie schützen Geheimnisse in der Welt der Wirtschaft, der Reichen und der Prominenten. Wer ein NDA unterschreibt, verpflichtet sich zu schweigen. NDAs können aber auch missbraucht werden, als Machtinstrument. Dieser Podcast heißt NDA, weil wir hier Geschichten recherchieren, die nicht erzählt werden sollen. Geschichten, die nicht an die Öffentlichkeit sollen, weil sie unangenehme Fragen aufwerfen. Das ist Staffel 1 von NDA. Die Akte Kascha Lehnert. Eine Sache, bevor es losgeht. In dieser und in den nächsten Folgen geht es um physische und psychische Gewalt. Und es geht um Suizid. Das sind sensible Themen. In den Shownotes zu diesem Podcast verlinken wir schnelle, unkomplizierte und anonyme Hilfsangebote. Es ist Herbst 2019. Bei der Polizei München geht eine Strafanzeige ein. Das Delikt? Körperverletzung. Der mutmaßliche Täter? Jerome Boateng, Fußballweltmeister und Innenverteidiger beim FC Bayern München. Die Staatsanwaltschaft eröffnet das Verfahren. Sie nimmt Ermittlungen gegen Jerome Boateng auf. Diese Ermittlungen laufen bis heute. In der Anzeige geht es um das Oktoberfest 2019. Es geht darum, was in München passiert sein soll zwischen Jerome Boateng und dem mutmaßlichen Opfer, Katharina Lehnhardt, genannt Kascha. Ich weiß nicht, was er für Geschichten erzählt, aber ich glaube, jemand, der mit Körperverletzungen am Start ist beim Gericht, ich glaube, wenn ich da jetzt noch dazu komme, dann ändert das auf jeden Fall ein bisschen was. Bekannt wird Kascha Lehnhardt mit 16 Jahren. Sie macht bei Germany's Next Topmodel mit und kommt bis ins Finale. Kascha Lehnhardt lebt einen Teenie-Traum. Sie ist ein Star auf roten Teppichen und ein Teil der Berliner Partyszene. Später studiert sie Wirtschaftspsychologie und hat einen kleinen Sohn. Kascha Lehnhardt wird am 9. Februar 2021 in Berlin tot aufgefunden. Da ist sie 25 Jahre alt. Die Polizei geht von Suizid aus. Nach Kascha Lehnhardts Tod ist von Cybermobbing die Rede. Es wird über ihre toxische Beziehung mit Jerome Boateng gesprochen. Wir beim Spiegel haben getitelt: Eine moderne Hexenjagd. Warum wollte Kascha Lehnhardt sterben? Der Spiegel berichtet nur nach sorgfältiger Abwägung über Suizide. In diesem Podcast steht die Todesursache von Kascha Lehnhardt aber nicht im Fokus. Uns liegen mehr Hinweise, Dokumente und Zeugenaussagen vor. Und die verschieben den Fokus. Es geht um einen Aspekt im Fall Kascha Lehnhardt, der nach unseren Recherchen bislang kaum Thema war, nämlich die Vorwürfe von möglicher Partnerschaftsgewalt. In diesem Podcast sprechen wir darüber. Gerne hätten wir auch mit Jerome Boateng gesprochen, um seine Seite der Geschichte zu erfahren und seine Sichtweise mit unseren Recherchen abzugleichen. Seit 2021 hat Boateng Gesprächsanfragen des Spiegel aber immer wieder abgelehnt. Wir haben Jerome Boateng einen ausführlichen Fragenkatalog geschickt. Seine Anwältin teilt uns mit, es sei ihrem Mandanten aufgrund laufender Verfahren derzeit nicht möglich, darauf im Detail einzugehen. Sie schreibt, Zitat, Sie sind in weiten Teilen schlicht falsch informiert. Darüber hinaus werden Sie offenbar nur mit selektiven Informationen versorgt. Viele Sachverhalte hätten sich gänzlich anders zugetragen. Vor allem lege Jerome Boateng Wert auf die Feststellung, dass er Kascha Lehnhardt zu keinem Zeitpunkt körperlich angegriffen habe. Ich bin Maike Backhaus. Ich bin Nora Gantenbrink. Und das ist NDA, die Akte Kascha Lehnhardt, ein Spiegel-Podcast. 2018, fast zwei Jahre vor dem Oktoberfest, soll Jerome Boateng Kascha Lehnhardt zum ersten Mal gesehen haben, auf einem Partyfoto auf Instagram. Kascha Lehnhardts Umfeld sagt uns, Boateng habe sie unbedingt kennenlernen wollen und sich ihre Telefonnummer besorgt. Es existiert auch eine andere Version dieser Kennenlerngeschichte. Eine Bekannte der beiden sagt uns, es sei Kascha Lehnhardt gewesen, die Kontakt zu Boateng gesucht habe. Boateng. Benjamin Boateng hat ihn! Boateng. Boateng. Super Zweikampf. Jerome Boateng hat seit der Fußballweltmeisterschaft 2014 den Status eines Nationalhelden. Er gilt als Person der Zeitgeschichte und er ist einer der besten Innenverteidiger des Planeten.
Jerome Boateng hat geschafft, wovon tausende Jungs auf Fußballplätzen in Deutschland träumen. Als er Kascha Lehnert kennenlernt, ist er 29 Jahre alt und Multimillionär. Kascha Lehnert kommt aus einer wohlhabenden Familie. Sie studiert und jobbt in Klamottenläden auf dem Berliner Kudamm. Später arbeitet sie vor allem als Model und wird als Influencerin auf Instagram erfolgreich. Als sie Jerome Boateng kennenlernt, ist sie 22 Jahre alt. In der Öffentlichkeit wurden Kascha Lehnert und Jerome Boateng zum Glamour-Paar. Sie, die schöne Modelfreundin, er, der globale Fußballstar. Eine Welt sehr reicher, sehr mächtiger Menschen. In diesem Podcast geht es darum, was passiert, wenn die Mächtigen ihre Macht mutmaßlich missbrauchen. Es geht um die Frage, inwiefern Gewalt in der Beziehung zwischen Jerome Boateng und Kascha Lehnert eine Rolle gespielt haben könnte. Dafür werden wir Zeugenaussagen, Chatnachrichten, Fotos, eidesstattliche Versicherungen, klinische Befunde und über 25 Stunden Sprachnachrichten von Kascha Lehnerts Telefon auswerten, mit dem Einverständnis der Hinterbliebenen. Und viele dieser Nachrichten werdet ihr in diesem Podcast hören. Sie liegen uns exklusiv vor. So haben wir eine breite Indizienbasis und tiefe Einblicke in den Fall. Auch wenn wir nicht ausschließen können, dass es noch mehr digitale Spuren von ihr gibt. Wir wissen zum Beispiel, dass Kascha Lehnert selbst Nachrichten gelöscht haben soll. Aber wir können die vorliegenden Chats einordnen, prüfen und den Kontext, in dem sie entstanden sind, rekonstruieren und daraus Schlüsse ziehen. Kascha Lehnert spricht darin selbst über mutmaßliche Gewalt in ihrer Beziehung mit Jerome Boateng. Wir als Journalistin recherchieren, suchen Antworten. Wir wollen einen blinden Fleck in der Geschichte zwischen Kascha Lehnert und Jerome Boateng ausleuchten. Warum? Weil Fälle, die sich um Vorwürfe von Partnerschaftsgewalt drehen, viel zu häufig im Dunkeln bleiben. Erst recht dann, wenn ein extremes Machtgefälle zwischen zwei Menschen besteht. Ich bin gespannt, was er dir sagt, aber er wird definitiv sagen, dass ich lüge und ihn betrüge, aber bei Gott, das stimmt nicht. Vor allem, dann kann man mich ja damit konfrontieren, weil dann kann ich sagen, stimmt nicht. Oh Gott. Jerome Boateng und seine Anwälte haben versucht, die Ermittlungen gegen ihn im Fall Kascha Lehnert zu stoppen. Es gab eine Strafanzeige gegen die leitende Staatsanwältin. Darin haben ihr Boatengs Anwälte Verfolgung Unschuldiger vorgeworfen. Das ist Paragraph 344 im Strafgesetzbuch. Wer gegen Unschuldige ermittelt, kann mit bis zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt werden. Das Verfahren wurde nach ein paar Wochen wieder eingestellt. Fakt ist, in München läuft ein Verfahren wegen Körperverletzung von Jerome Boateng an Kascha Lehnert. Dieses Verfahren macht keine Schlagzeilen. Fast niemand weiß, dass es überhaupt existiert. Und die Frage ist, warum? Warum ermittelt die Staatsanwaltschaft bis heute gegen Jerome Boateng, 3 Jahre nach Kascha Lehnerts Tod? Warum hat Kascha Lehnert ihrem Ex-Freund Gewalt vorgeworfen, zum Beispiel in Sprachnachrichten, aber nie vor Gericht ausgesagt? Warum hat Kascha Lehnert öffentlich geschwiegen? Folge 1. Oktobernacht. 4, 3, 2, 1. Ausgelöst werden die Ermittlungen im Fall Kascha Lehnert von einem Vorfall während des Oktoberfests 2019. Am Ende wird eine Strafanzeige wegen Körperverletzung bei der Polizei München eingehen. In dieser Folge rekonstruieren wir, was sich nach unseren Recherchen während des Oktoberfests abgespielt haben soll. Anfang Oktober 2019 macht sich Kascha Lehnert auf den Weg von Berlin nach München. Ihre Mutter sagt uns, ihre Tochter sei in ein Auto gestiegen, in dem Freunde von Boateng sitzen. Die Namen sind uns bekannt. Gemeinsam wollen sie zum Oktoberfest fahren. Boateng hat Kascha Lehnert ein Hotelzimmer im Rumors gebucht, einem Szenehotel im Münchner Westend. Kascha Lehnert ist seit fast 2 Jahren in einer On-Off-Beziehung mit Boateng, die öffentlich nicht bekannt ist. Boateng wird schon vorher auf dem Oktoberfest gesehen. Es gibt Fotos von ihm im Käferzelt mit Freunden und anderen Bayern-Spielern wie Thomas Müller und David Alaba. Auf einem posiert er mit seinen Kindern. An jeder Hand hält Boateng eine seiner Zwillingstöchter. Auf einem anderen Foto sitzt er allein an einem Tisch und ist in sein Handy versunken. Als Kascha Lehnert in München ankommt, soll sie sich mit Boateng getroffen haben. Später geht sie auf das Oktoberfest. Ein Freund von Jerome Boateng habe einen Tisch im Käferzelt organisiert. An diesem Tisch sitzt offenbar auch Kascha Lehnert.
Uns liegen Aufnahmen von ihrem Festzelt vor. Es ist der 3. Oktober. Boateng selbst ist auf keinem dieser Bilder. Er bereitet sich an diesem Tag offiziell auf das Bayern-Spiel am Wochenende gegen Hoffenheim vor. Insgesamt haben wir 3 private Fotos von Kascha Lehnert auf dem Oktoberfest. Das erste ist ein Selfie mit einem Mann in Tracht. Auf dem zweiten posiert sie allein mit einem Bierkrug. Auf dem dritten sitzt sie zwischen 2 Frauen an einer Bank im Festzelt. Sie trägt ein weißes Dirndl und lacht direkt in die Kamera. Ich habe mir diese Fotos immer wieder angeschaut, aber ein Detail ist mir nie aufgefallen. Und jetzt frage ich mich, warum? Wie konnte ich das übersehen? Leider hat er meinen linken Daumen fast gebrochen. Deswegen kann ich nicht mit ihm schreiben und es dauert todeslange. Deswegen spreche ich die Nachricht mit meiner hässlichen Stimme. Das ist eine Sprachnachricht von Kascha Lehnert vom 4. Oktober 2019, dem Tag nach den Oktoberfestfotos. Über die Verletzung, von der sie spricht, gibt es keine medizinische Dokumentation. Sie scheint nicht zu einem Arzt gegangen zu sein. Aber auf 2 Fotos vom Oktoberfest sieht man, dass der Daumen ihrer linken Hand mit blauem Tape verklebt ist. Wir haben eine eidesstattliche Aussage aus Kascha Lehnerts Umfeld. Das heißt, die Person macht sich unter Umständen strafbar, wenn sie in dieser Aussage lügt. Darin steht, dass Kascha Lehnert erzählt hat, dass ihr Boateng den Daumen dergestalt gestaucht habe, dass sie Angst hatte, dass er gebrochen sei. Kascha Lehnert sagt, ihre Verletzung stamme von dem Treffen mit Jerome Boateng in München nach ihrer Ankunft. Sie hat mit mehreren Personen darüber gesprochen, Personen, mit denen auch wir gesprochen haben. Ein Streit zwischen ihnen sei eskaliert. Boateng sei gewalttätig geworden und habe unter anderem ihren Daumen verletzt. Er habe mit Gläsern geworfen, das Hotelzimmer sei voller Scherben gewesen. Jerome Boateng streitet ab, jemals gewalttätig gegenüber Kascha Lehnert geworden zu sein. Wir haben versucht, die beiden Frauen zu identifizieren, zwischen denen Kascha Lehnert auf dem Foto vom Oktoberfest sitzt. Eine ist uns nicht bekannt. Die andere nennen wir hier Julia. Ihr richtiger Name ist uns bekannt. Julia lehnt auf dem Foto an Kascha Lehnert. Sie ist blond und trägt ein rotes Dirndl mit schwarzer Spitze. Offenbar begegnen sich Julia und Kascha Lehnert an diesem Abend zum ersten Mal. Sie sind beide an den Tisch von Boatengs Freunden gesetzt worden. Sie sollen sich sofort extrem gut verstanden und miteinander gefeiert haben. Kascha Lehnert erzählt einer ihrer besten Freundinnen, sie sei mit Julia ins Gespräch gekommen. Durch einen Zufall hätten sie festgestellt, dass beide glauben, in einer Beziehung mit Jerome Boateng zu sein. Mir tut das wirklich weh, ne? Aber das Ding ist, ich weiß, es ist einfach so gemein, weil ich damit jetzt alleine bleibe und jetzt selber damit klarkommen muss. Wer füllt jetzt diese Lücke? Das wird mich so viel Scheißkraft kosten, das zu vergessen. Am Abend bekommt Kascha Lehnerts Mutter einen Anruf von ihrer Tochter aus München. Kascha Lehnert sei vollkommen aufgelöst gewesen. Boateng würde sie anlügen und verrückt machen. Er spiele nur mit ihr. Sie habe genug. Sie sei auf dem Oktoberfest gewesen und habe herausgefunden, dass er sie betrüge. So erzählt es uns Kascha Lehnerts Mutter. Was danach genau passiert, können wir nicht mit Gewissheit sagen. Was wir wissen ist, dass Kascha Lehnert Julia scheinbar dazu bringt, sich mit Boateng zum Frühstück zu verabreden. Um 8 Uhr morgens soll er Julia im Hotel treffen. In der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober warten Kascha Lehnert und Julia offenbar zusammen in einem Hotelzimmer auf Jerome Boateng. Wenn er kommt, wollen sie ihn mit dem Betrugsvorwurf konfrontieren. Und die liegt hier neben mir und er kommt so in 2 Stunden rein und ich, was ist das für ein Film? Kannst du mir das mal erklären? Heute denke ich manchmal, was in dieser Nacht passiert, hätte sehr viel verändern können. Es ist so, als hätte das der Moment sein können, in dem die Geschichte eine Chance hatte, anders zu laufen, anders zu enden. Ey, also, dass ich deine Nummer jetzt bei mir habe, damit hätte ich jetzt am wenigsten gerechnet heute. Ach, okay. Das Leben macht halt so seinen Scheiß. Alle Nachrichten, die wir eben gehört haben, sind Teil eines stundenlangen Chats. Die ganze Nacht bis in den Morgen schreibt Kascha Lehnert und schickt Sprachnachrichten, während Julia neben ihr liegt und irgendwann einschläft. Der Chat wechselt immer wieder zwischen Sprachnachrichten, Text und Messengern. Die Person, mit der Kascha Lehnert in dieser Nacht schreibt, ist Shirin S., die Mutter der Zwillinge von Jerome Boateng.
Ein Jahr nach seiner Verurteilung steht Jérôme Boateng erneut vor Gericht. Jérôme Boateng musste sich am Donnerstag in München erneut vor Gericht verantworten. Er räumt zwar Streitigkeiten ein, Schläge aber stritt er immer ab. Shirin S. war 11 Jahre in einer On-Off-Beziehung mit Jérôme Boateng. Sie wirft ihm Körperverletzung vor. Darüber ist in vielen Medien berichtet worden. Boateng wurde von 2 Gerichten schuldig gesprochen. 2-mal hat er das Urteil nicht akzeptiert. In diesem Sommer wird der Prozess neu verhandelt. Jérôme Boateng streitet ab, Shirin S. jemals Gewalt angetan zu haben. Die Anwälte von Boateng sagen vor Gericht, ihr Mandant würde nichts außer einem Freispruch akzeptieren. Ich habe den Prozess in München im Herbst 2022 als Journalistin begleitet. Während Shirin S. befragt wird, sitze ich vor Ort im Gericht. Boateng verweigert die Aussage. Das ist sein Recht als Angeklagter. Er schweigt. Shirin S. muss aussagen, weil sie Opfer und damit Zeugin ist. Shirin S. muss Fragen beantworten. Von der Staatsanwaltschaft, der Verteidigung, dem Richter. Das sind Fragen wie: An welcher Stelle soll Boateng sie angeblich im Urlaub in der Karibik in den Kopf gebissen haben? Wie fest? Als er ein knapp 1 Meter hohes Windlicht nach ihr geworfen hat. Hat er dabei in Kauf genommen, sie tödlich zu verletzen? Hat er es geworfen oder umgetreten? War es ein Versehen? Woher will sie das mit Sicherheit wissen? Mit welchen Ausdrücken hat er sie beschimpft? Nutte, Schlampe, Fotze? War die Verletzung an der Hand rechts oder links? War der Biss am Kopf mittig? War es ein Schlag oder ein Stoß? Passt das zu den Fotos? Hat er mit rechts oder links zugeschlagen? Wie hat er seinen Daumen in ihre Augenhöhle gedrückt? Hat sie geblutet? Wenn nicht, woher kam das Blut auf ihrem T-Shirt? Hatte sie ihre Periode? War es Boatengs Blut? Warum hat er geblutet? Wer hat wen angegriffen? Wann genau hat er ihr Blut ins Gesicht gespuckt, als sie auf dem Boden der Terrasse des Hotels lag? Warum weiß sie das nicht? Hat sich überhaupt irgendwas von dem abgespielt, was sie sagt? So geht das stundenlang. Kascha Lehnert nimmt in der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober zum ersten Mal Kontakt mit Shirin S. auf. Sie schreibt ihr auf Instagram. Der ganze Nachrichtenverlauf liegt uns im Original vor. Hier rekonstruieren wir Teile daraus. Kascha Lehnert schreibt: Meld dich bitte bei mir. Sag aber Jérôme, bevor wir geredet haben, nichts davon, bitte. Die Kinder dürfen nicht bei ihm bleiben. Ich helfe dir. Kurz darauf antwortet Shirin S.: Hi, ja, ich habe schon ein bisschen was mitbekommen. Wieso, was ist los? Ich rede nicht mit Jérôme. Die Beziehung von Jérôme Boateng und Shirin S. ging über 11 Jahre. Sie lernen sich kennen, da ist Shirin S. 17 Jahre alt. Boateng ist Nachwuchsfußballer in einem Berliner Club. Die beiden bekommen 2 gemeinsame Kinder, die inzwischen bei ihm leben. Seit Jahren läuft vor dem Familiengericht ein Streit ums Sorgerecht. Ihre beiden Töchter soll Shirin S. seit bald 2 Jahren nicht mehr gesehen haben. Für diese Recherche wollte sich Shirin S. auf Anfrage des Spiegel nicht äußern. Alter, ich glaube, ich fall gleich einfach ohnmächtig um. Ey, das ist so ein Scheißschock. Ich schwöre, es ist. Ich meine, wenn man jemanden geliebt hat, so wie du ihn, dann kann man sich halt, glaube ich, meistens schwer vorstellen, dass jemand anderes die Person auch lieben kann. Kascha Lehnert kennt bis dahin nur Boatengs Seite der Geschichte. Es ist die Version, die er auch vor Gericht vertritt. Shirin S. sei irre, gefährlich und versuche, ihn zu zerstören. Sie habe sich die Gewalt ausgedacht, um ihm die Kinder zu nehmen. Shirin S. ist einer der Gründe, weshalb Kascha Lehnert die Beziehung zu Boateng in der Öffentlichkeit geheim halten soll. Das Ding ist, ich muss jetzt nachdenken, was wir machen. Weil ganz eindeutig ist der Typ nicht ganz dicht und es geht mir nicht um Rache oder irgendwie an die Presse gehen, weil sowas mache ich nicht, aber ich sehe es einfach nicht ein, dass er die Kinder bekommt. Deswegen sag mir, wie ich dir helfen kann, weil das ist nicht okay. So ein Mensch hat einfach nicht verdient, Kinder großzuziehen und ich bin selber Mutter. Kascha Lehnert schreibt: Ich finde nicht, dass die Kinder gut bei ihm aufgehoben sind. Er ist so gut wie nie zu Hause. Er hat mich geschlagen. Ich weiß, ihr habt einen Prozess wegen Körperverletzung. Können wir uns sehen nächste Woche? Er hat mich geschlagen. Unserer Recherche nach ist dieser Satz in der Nachricht an Shirin S. das erste Mal, dass Kascha Lehnert über angebliche Gewalt in ihrer Beziehung mit Jérôme Boateng spricht. Ihrer Familie und auch ihren Freunden scheint Kascha Lehnert zu diesem Zeitpunkt noch nicht anvertraut zu haben, dass sie mutmaßlich von Jérôme Boateng geschlagen wird.
Laut Jerome Boateng habe er Kascha Lehnert zu keinem Zeitpunkt körperlich angegriffen. Shirin S. antwortet Kascha Lehnert im Chat: Ich habe das am Rande mitbekommen, aber wusste nicht genau, was los ist. Ja, ich weiß, aber keiner glaubt mir. Ich bin seit 2 Jahren vor Gericht, beziehungsweise seit 4. Sag mir einfach, wie ich dir helfen kann. Weil dieser Typ gehört einfach in die Klapse und nirgendwo anders hin. Die Gerichtsverfahren sind eine Bedrohung für Jerome Boateng. Wenn er schuldig gesprochen wird, wäre das ein Riesenproblem für sein Image und seine Fußballkarriere. Und er könnte Probleme im Sorgerechtsverfahren bekommen. Obwohl die Vorwürfe von Shirin S. seit 2019 öffentlich bekannt sind, hat Boateng damals noch ein Bayern-München-Saubermann-Image. Die Außenwirkung scheint zu sein, irgendeine Ex-Freundin macht dem Fußballstar Ärger. Im Chat sprechen Kascha Lehnert und Shirin S. über Boatengs Untreue. Kascha Lehnert schreibt: Jetzt treffe ich immer mehr Frauen, immer mehr, die gleichzeitig was mit ihm haben. Und später: Ich komme nicht klar, das hat mir gerade komplett den Boden unter den Füßen weggenommen. Dann: Egal, ich habe Beweise, Körperverletzung. Und dann schreibt sie: Ich gehe morgen zur Polizei und werde eine Anzeige machen, habe blaue Flecken. Shirin S. fragt: Ist von gestern? Kascha Lehnert antwortet: Nägel abgebrochen, genau, gestern Abend. Shirin S. fragt: In den Armen, oder? Die blauen Flecken? Antwort: Genau. Shirin S.: Das war bei mir ganz genau so. Und danke, dass du dich meldest. Keiner glaubt mir und alle haben zu viel Angst, obwohl so viele gesehen haben, er hat mich jahrelang geschlagen, vor allen Leuten, vor den Kindern, alles. Ich weiß nicht, was er für Geschichten erzählt, aber ich glaube, jemand, der mit Körperverletzungen am Start ist beim Gericht, ich glaube, wenn ich da jetzt noch dazu komme, dann ändert das auf jeden Fall ein bisschen was. Würde Kascha Lehnert an die Öffentlichkeit gehen, wäre sie die zweite Frau, die Jerome Boateng Körperverletzung vorwirft. Es würde nicht mehr nur um eine Ex-Freundin gehen. Ein zweiter Fall könnte die Wahrnehmung auf den Prozess von Shirin S. ändern. Sie wäre kein Einzelfall mehr. Jerome Boatengs angebliches Verhalten wäre möglicherweise ein Muster. Kascha Lehnert schickt ein Foto von ihrem Arm. Sie schreibt: Lauter Blutergüsse überall. Shirin S.: Ja, so sah ich auch immer aus. Er sagt, habe ich selbst gemacht. Kascha Lehnert: Immer wenn ich sage, ich habe keine Lust mehr, sagt er, wir haben es fast geschafft. Shirin S.: Polizei war 1000-mal da, aber ich habe es nicht durchgezogen. Dachte, er liebt mich. Aber er liebt nur sich selbst. Die Sache mit mir, jetzt mit der Körperverletzung, wenn ich ihm eine Anzeige mache, ich habe gerade schon bei der Polizei angerufen, aber die meinten, es geht nur, wenn ich zur Dienststelle komme, mache ich auch morgen, direkt Anzeige. Es ist mitten in der Nacht. Kascha Lehnert wartet in München auf Jerome Boateng. Danach will sie offenbar zur Polizei gehen und ihn anzeigen. Und in diesem Moment scheint Kascha Lehnert einen Gedanken zu haben. Einen Gedanken, der uns vor viele Fragen stellen wird. Kascha Lehnert schreibt an Shirin S.: Ich weiß, es ist riskant, das zu schreiben, aber ich werde es drauf anlegen gleich. Dann in einer neuen Nachricht: Dass er mir richtig wehtut. Shirin S. antwortet im Chat: Pass auf dich auf. Und dann vor allem auf dein Genick. Der kommt gleich, in einer Stunde ist er hier. Ich hab keine Ahnung, ob ich ihn schlage oder ob ich komplett zusammenbreche. Investigativ zu arbeiten ist manchmal wie ein Mosaik zusammenzusetzen. Es kommt ein Satz, ein Foto, ein Hinweis ans Licht und man schaut sich diesen Beleg von allen Seiten an und überlegt, was er aus welcher Perspektive bedeuten könnte. Wozu passt er? Welche Rückschlüsse lässt er zu? Wie schwer wiegt er? Gehört er überhaupt in die Recherche? Und wie könnte das Wer deuten oder umdeuten? Diese Nachrichten sind so etwas. Aus dem Kontext gerissen könnten sie danach klingen, dass es beiderseitige Gewalt gab. Dass Kascha Lehnert Jerome Boateng provoziert hat, provozieren wollte. Einiges deutet darauf hin, dass Kascha Lehnert in diesem Oktober nicht zum ersten Mal Gewalt in ihrer Beziehung mit Jerome Boateng erlebt haben könnte. Es gibt zu diesen Treffen in München aber so viele konkrete Indizien, dass man sich ein Bild machen kann.
Trotzdem stehen wir vor dem Problem, dass fast jeder Fall von Partnerschaftsgewalt hat, auch vor Gericht. Aussagen, Chatnachrichten, dokumentierte Spuren von Verletzungen, Fotos, Arztberichte, sie beweisen nicht, wie sie zustande gekommen sind, zu welchem Zeitpunkt und durch wen. Deshalb ist es so schwer, bei häuslicher Gewalt vor Gericht zu bestehen. Immer wieder landet man bei der Frage der Glaubwürdigkeit. Wer manipuliert, wer sagt die Wahrheit? Wer ist Opfer, wer ist Täter? Gewalt in Beziehungen wird oft und lange von Tätern und Opfern versteckt und verneint, weil es um jemanden geht, den man liebt, den man nicht verlieren will. Die Gewalt tritt immer wieder auf, entwickelt sich und wird irgendwann Teil des Alltags. Was genau am frühen Morgen des 4. Oktober in dem Hotelzimmer passiert, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Was wir wissen, Jerome Boateng soll am Morgen aufgetaucht sein. Gegen Mittag meldet sich Kascha Lehnert wieder bei Shirin S. Sie schreibt, sie habe Boateng zur Rede gestellt, aber er habe alles abgestritten. Julia sei kurz darauf gegangen. Boateng habe begonnen zu weinen. Habe ihm erzählt, dass ich dir geschrieben habe, schreibt Kascha Lehnert. Shirin S. antwortet, sie hätte sich Sorgen gemacht. Sie fragt, ob Boateng ausgeflippt sei. Kascha Lehnert schreibt, sie sei mit ihren Nerven durch. Sie würde jetzt aus München abreisen. Ich hatte da auch keine Nerven mehr. Dann ist halt gegangen, es war halt immer das Gleiche. Und ich meine, egal was du sagst, es ist halt, also es ändert nichts daran, dass, was du gemacht hast. So. Und der arbeitet an sich, aber wir wissen alle, ein Charakterzug, da kannst du nicht, wie Sport. Sorry, ich glaube, meine Pfote war auf dem Mikrofon. Das Eingeständnis hat er sich 30.000 Mal gemacht. Wir wissen alle, dass das in dem Alter nicht mehr wegzutrainieren ist wie ein dicker Bauch. Und gar nicht miteinander verblieben. Also ich will nichts mehr von ihm hören. Ganz einfach. Gehen wir nochmal kurz zurück. In der Nacht schreibt Kascha Lehnert an Shirin S., sie habe bei der Polizei angerufen. Man habe ihr gesagt, sie müsse persönlich vorbeikommen. Die Polizei gibt uns dazu keine Auskunft. Ob das wirklich so passiert ist, lässt sich nicht mehr eindeutig rekonstruieren. Was wir aber wissen ist, es gibt keine offizielle Aussage von Kascha Lehnert. Sie ist nie bei der Polizei München erschienen. Nicht am nächsten Morgen, nicht in den nächsten Tagen. Warum hat Kascha Lehnert ihre Meinung geändert? Was wollte sie wann tun? Hatte sie wirklich vor, zur Polizei zu gehen? Was hat sie abgehalten? Auf diese Fragen haben wir keine Antworten. Was wir wissen ist, dass Kascha Lehnert im Streit aus München abreist. Kurz danach soll Jerome Boateng zweimal bei ihrer Mutter vor der Haustür gestanden haben. Beide Male mit riesigen bunten Blumensträußen. Ich komme so lächerlich vor, ich weiß nicht, was ich tun soll, weil es tut wirklich, wirklich scheiß doll weh. Für mich gibt es gar kein Zurück, weil ich bin 24, ich will noch mehr Kinder und ich kann auch niemandem vertrauen, das ist einfach Film. Aber es tut gerade echt weh und es wird mich so viel Kraft kosten, da jetzt wieder drüber hinwegzukommen. Das Verhältnis von Jerome Boateng zu Kascha Lehnerts Mutter beschreiben viele als besonders eng. Er nennt sie sogar Mama. Bei seinen Besuchen soll Jerome Boateng Kascha Lehnerts Mutter um Hilfe gebeten haben. Er wolle ihre Tochter überzeugen, dass alles, was mit Julia passiert sei, ein Missverständnis war. Kascha Lehnerts Mutter sagt uns, Boateng habe erklärt, dass Julia eigentlich ein Fan von ihm sei. Sie habe sich für seine Unterstützung bedanken wollen. Er sei ein hilfsbereiter Mensch und habe zum Beispiel schon krebskranken Menschen die Therapie finanziert. Beim nächsten Besuch soll Boateng seine Mutter, seinen Bruder, seine Schwester und seinen Manager dabei gehabt haben. Er habe beteuert, wie wichtig ihm die Beziehung mit Kascha Lehnert sei, dass er sie liebe und sie heiraten wolle. Kinder, alles. Sie sei die Frau seines Lebens. Die Beziehung habe er bisher nur geheim gehalten, aus Angst, das Sorgerecht für seine Töchter zu verlieren. Aber er wolle das jetzt ändern. Er wolle sich ändern. Dieses Mal wirklich. Klar, er hat Geld, er ist ein beliebter Fußballspieler, mehr oder weniger. Normal, bei ihm sieht alles direkt besser aus. Ey, dieser Bastard. Obwohl Kascha Lehnert solche Sprachnachrichten verschickt, wird sie Boateng verzeihen. Im Oktober postet sie auf Instagram ein Foto von der New Yorker Skyline. Später auch ein Selfie von sich mit der Ortsmarke Soho Square. Wir wissen, dass Kascha Lehnert mit Jerome Boateng in New York ist. Sie lassen sich Partner-Tattoos stechen
Sie wollen ihrer Beziehung eine Chance geben. In diesem Herbst, als Boateng Khashalehn hat verspricht, ihre Beziehung öffentlich zu machen, liegt der Polizei in München bereits die Anzeige wegen Körperverletzung im Fall Lehnhardt vor. Dieses Körperverletzungsverfahren, das bis heute läuft, in dem sie das mutmaßliche Opfer ist, dieses Verfahren ist nicht von Khashalehn hat selbst angestoßen worden. Khashalehn hat keine Anzeige gegen Jerome Boateng erstattet. Über Dritte erreicht die Anzeige die Polizei und die Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen gegen Jerome Boateng auf. In der Anzeige geht es um die mutmaßliche Gewalt während des Oktoberfests. Wir wissen von der eingegangenen Anzeige und dem Start der Ermittlungen, weil uns Khashalehnats Mutter erzählt, dass sich die Staatsanwaltschaft München bei ihr gemeldet habe. Am Telefon fragen die Beamten, ob sie von Gewalt in der Beziehung ihrer Tochter wisse, ob Khashalehnat Angst vor Jerome Boateng habe. Khashalehnats Mutter sagt uns, sie sei komplett überrascht gewesen. Die Fragen seien ihr absurd vorgekommen. Zu diesem Zeitpunkt habe sie sich nicht vorstellen können, dass ihre Tochter Angst vor ihrem Freund haben könnte. Jerome Boateng legt Wert auf die Feststellung, dass er Khashalehnat zu keinem Zeitpunkt körperlich angegriffen habe. Ich höre von dem Verfahren wieder, als ich im Gerichtssaal sitze, während der Verhandlung Shirin S. gegen Boateng in München. Ich erinnere noch, dass die Beamtin am Eingang zu mir sagt, Bayern München sei, Zitat, heilig hier. Boateng kommt begleitet von Bodyguards ins Gericht und sitzt zwischen seinen Anwälten. Blauer Anzug, goldene Brille. Auf mich wirkt er die meiste Zeit betont gelassen. Aber es gibt diesen einen Moment, in dem er und seine Verteidiger zucken. Kurz vor Ende der Verhandlung fällt plötzlich der Name Khashalehn hat. Die Anwälte von Boateng erheben sofort Einspruch. Alles wahnsinnig schnell. Ich habe in dem Moment nicht mal Zeit, mich zu fragen, was hat Boatengs verstorbene Ex-Freundin mit diesem Prozess in München zu tun? Das Signal der Boateng-Seite im Gerichtssaal ist klar. Das Verfahren um Khashalehn hat soll auf keinen Fall Teil der Verhandlungen wegen Shirin S. werden. Und Boatengs Anwälte sorgen auch danach dafür, dass das nicht passiert. Am Tag nach der Verhandlung soll ich in einer Talkshow über den Prozess sprechen. Wie Spielerfrauen zum Schweigen gebracht werden, darüber sprechen wir jetzt aber ganz offen mit der Investigativreporterin Maike Backhaus vom Recherche. Vor der Sendung legt mir die Redaktion plötzlich ein Schreiben von Boatengs Anwälten vor. Eine Unterlassung. Ich dürfe in meinem Interview, wenn ich über den Prozess um Shirin S. spreche, das laufende Verfahren wegen Körperverletzung Lehnhardt Boateng nicht erwähnen. Wichtig ist zu sagen, egal wie gut oder eindeutig wir als Journalistin etwas belegen können, es bleibt ein Verdacht. Solange, bis ein Gericht zu einem rechtskräftigen Urteil kommt. Deshalb müssen wir relativieren, im Konjunktiv sprechen und immer wieder versuchen, alle Seiten darzustellen. Selbst wenn eine Seite nicht mit uns spricht. Mit Khashalehnats Familie sind wir seit langem im Kontakt. Nach Khashalehnats Tod habe ich gemeinsam mit meiner Kollegin Antje Windmann, die Mutter von Khashalehnat, immer wieder getroffen. Der Spiegel war das einzige Medium, mit dem sie gesprochen hat. Wir haben viel Zeit mit ihr verbracht und damals ausführlich berichtet. Es ist ein Fall, der uns nie losgelassen hat. Ich recherchiere den Fall Khashalehn hat seit 2022. Mit Korrektiv und der Süddeutschen Zeitung habe ich eine investigative Recherche zu Machtmissbrauch im Profifußball veröffentlicht. Der Fall Khashalehn hat war für mich einer der klarsten Fälle. Seit ich mit ihrer Familie, ihrem Umfeld, aber auch mit Menschen, die Jerome Boateng nahe sind oder waren, in Kontakt bin, ist mir das Ausmaß dieses Falls richtig bewusst geworden. Es geht um die Frage, ob Khashalehn hat Opfer eines Systems wurde. Ein System, das wir hier beschreiben, weil es sich wiederholen kann. An der Seite von Jerome Boateng wird Khashalehn hat zu einer Spielerfrau. Ich finde den Begriff immer noch problematisch, aber komme auch nicht drum herum. Als Spielerfrau ist man Teil des Gesamtauftritts des Spielers, des Vereins, der Fußballwelt und der Vermarktung. Man wird Teil einer Milliardenindustrie mit eigenen Regeln und Verantwortungen und Problemen. Die Beziehung von Khashalehn hat und Jerome Boateng wird Ende 2019, Anfang 2020 öffentlich. Boateng ist in Katar im Trainingslager mit Bayern München. Sie treffen sich in Dubai und Khashalehn hat postet von dort aus das erste gemeinsame Selfie auf ihrem Instagram-Account. Es ist der 1. Januar 2020. Auf dem Bild steht Khashalehn hat hinter Boateng. Sie hat ihren Arm um seinen Oberkörper gelegt, lächelt in die Kamera.
Happy New Year vom Ass. Der Fokus schreibt, für Boateng bedeutet der Liebesurlaub in Dubai eine Atempause, nachdem vor Weihnachten bekannt wurde, dass sich der Ex-Nationalspieler wegen Körperverletzung an seiner ehemaligen Lebensgefährtin vor dem Amtsgericht München zu teilen verantworten muss. Der WhatsApp-Chat zwischen Shirin S. und Kascha Lehnert ist bis Ende Oktober aktiv. Dann Funkstille für fast einen Monat. Am 25. November 2019 schreibt Kascha Lehnert plötzlich wieder an Shirin S. Hallo, ich hoffe, es geht dir gut. Eure betreuten Umgänge sind bestimmt nicht einfach für dich. Du weißt ja, ich hoffe, es ändert sich schnell etwas daran. Mir liegt noch eine Sache auf dem Herzen. Dazu dann in Folge 2. Das war NDA, die Akte Kascha Lehnert. Wenn ihr jetzt direkt weiterhören möchtet, dann könnt ihr ein Spiegel Plus Abo abschließen und bekommt alle Folgen sofort. Das Probeabo kostet 1 € für die ersten 4 Wochen. Klickt einfach auf die nächste Folge unter spiegel.de/NDA. Für alle ohne Spiegel-Abo gibt's immer freitags eine neue Folge. Überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Abonniert NDA, die Akte Kascha Lehnert, um keine Folge zu verpassen. Wenn ihr diesen Podcast interessant findet, dann empfehlt ihn gerne weiter und hinterlasst uns eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. NDA, die Akte Kascha Lehnert, ist ein Spiegel-Podcast produziert von Bose Park Productions. Autorin Maike Backhaus, Redaktion Nora Gantenbrink, Konzeption und Lead Producing Käthe Bergmann, Recherche Maike Backhaus, Käthe Bergmann, Nora Gantenbrink, Roman Höfner, Antje Windmann, Creative Producing Sandra Sperber, redaktionelle Leitung Özlem Geser und Yasemin Yüksel. Executive Producing Chris Guse, Sue Holder, Janis Schakarian und Yasemin Yüksel. Fact-Checking Berthold Hunger. Legal Counseling Sascha Sajuns. Sounddesign Philipp Fackler. Cover Design The Finest. Line Producing Ruth Lampen. Schnitt, Produktion und Mix Fabio Lautenschläger. Projektkoordination Miki Sitsch. Dankeschön an Agnieszka Debska, Daniel Montazeri, Ole Reismann und Dirk Schulze.